Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Im heutigen Video geht es nicht um die krasseste Action auf zwei Rädern, sondern es geht vielmehr um einen ganz besonderen Ort in Ladakh im Himalaya-Gebirge. Letztes Jahr bin ich mit meinem Motorrad von Manali nach Hanleh gefahren, um die höchste Passstraße der Welt zu fahren. Es waren 6200 Meter Höhe, es war nicht ganz ungefährlich, es ist wirklich viel passiert. Das Video dazu habe ich euch hier verlinkt, schaut euch das Video gerne mal an. Es ist wirklich ein toller Film, ein richtig geiles Abenteuer geworden. Und auf dieser Reise habe ich einen buddhistischen Tempel auf 4200 Meter Höhe entdeckt. In diesem Tempel leben seit 2500 Jahren ca. 100 buddhistische Mönche und die leben dort, um ihren Frieden zu finden und um täglich am Sanska River zu meditieren. Es führt vom Tempel bis zum Sanska River ein wirklich steiniger, extrem steiler Trail, den die Mönche jeden Tag hoch und runter laufen. Und als ich diesen Ort gesehen habe, war mir ganz klar, ich muss hier nochmal herkommen, aber dieses Mal mit meinem Mountainbike, um genau diesen Mönchstrail einmal runterzufahren. Um zu diesem Tempel zu gelangen, muss man aber über einen super steilen, engen und auch nicht ganz ungefährlichen Trail hochlaufen. Und nach 4 Stunden, mein Bike hinten auf dem Rücken drauf, habe ich den Ort erreicht und hab dann die Mönche um Erlaubnis gefragt, ob ich einmal mit meinem Mountainbike dort runterfahren kann. Aber bevor ich das Go bekommen habe, musste ich erstmal einen Tag mit den Mönchen verbringen. Das heißt, wir haben zusammen gekocht, wir haben gegessen, wir haben gebetet und meditiert. Und am Ende des Tages habe ich das Go bekommen und durfte dann diesen extrem geilen, coolen Trail runterfahren. Ich kann es heute noch nicht glauben, dass mir die Mönche dieses Abenteuer erlaubt haben. Ich bin der erste Mensch, der überhaupt mit dem Fahrrad dort hochgelaufen ist. Der Tempel ist wirklich von der Außenwelt komplett abgeschirmt. Kaum Touristen laufen dort hoch, weil es wirklich sehr anstrengend ist. Und dieses Video bedeutet mir wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ich hoffe, dass euch dieser Film gefällt. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß. Und ich würde sagen, Film ab. It's my turn to meditate.